bin Christian, 32 Jahre jung, komme aus Marlow, ist so der südlichste Zipfel von Berlin, also beziehungsweise hinter der Landesgrenze. Wir sind also schon Brandenburger. Und ich bin hier mit meinem Golf 1 GTI, Baujahr 1983. Also angefangen hat es mit dem Auto so, ich wollte schon immer irgendwie ein altes Auto haben und was auch so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Hab dann von meinen Freunden vor 4 Jahren so eine Karosse geschenkt bekommen. Die wussten, dass ich auf sowas heiß bin, haben alle zusammengelegt, haben mir die Karosse geschenkt. Möchte ich mich gerne nochmal bedanken. Dann fingen die ganzen Umbaumaßnahmen an. Eigentlich sollte es alles so auf H-Kennzeichen hinauslaufen mit kleinem Motor und seriennah. Was allerdings nach den ersten Probefahrten mit so einem kleinen Motor, ja, gezeigt, dass es nicht so mein Ding ist. Ich wollte mal ein schnelles Auto dann irgendwie doch wieder haben. Dann haben wir angefangen, Pläne zu machen, was wir denn machen, welche Motortechnik, was Neues, was Altes. G60 finde ich auch immer klassisch. Haben alle gesagt, so ein Oldtimer-Motor muss hier nicht rein. Wir bauen mal was Frisches. Also war die Alternative 1.8T. Sind die Anfangszeit auch noch mit Serien-Setup gefahren. So mit 230 PS. Und haben dann angefangen, das Auto dann doch wirklich massiv umzubauen. Mit größerem Turbolader und ja, den Motor komplett zu revidieren. Also dieses Motor revidieren, mehr Leistung, braucht halt auch stabile Bauteile, hieß stabile Pleuel, stabile Kurbelwelle bzw. Wuchten, den Kopf ändern, andere Kolben. Also jeder, der einen Motor umbaut, sollte wissen, was da einem so bevorsteht. Ja, das hat dann auch alles seinen Lauf genommen. Dann kam dazu, dann wollte ich irgendwie doch so Race-Optik haben mit Käfig und nur 2 Sitzen, Gurte, also alles, was man einfach nur zum puren Fahren braucht, einen Schaltknauf und ein Lenkrad. Mehr Sachen brauche ich hier drin nicht und vielleicht noch ein paar Anzeigen, die mir sagen, dass es dem Auto gut geht. Ja, dann fing aber die ganze Chose auch schon an. Ja, mehr Leistung heißt, Steuergerät muss optimiert werden bzw. verändert. War alles nicht so einfach, musste ein Kabelbaum gebaut werden. Da kam mein Freund Benny ins Spiel, der hat sich stundenlang mit mir hingesetzt, schon die erste Stage gebaut mit einem Seriensteuergerät, was auf dem Prüfstand irgendwie nicht abzustimmen ging. Dann haben wir uns entschieden, eine frei programmierbare Einspritzung zu nehmen. Musste also wieder ein neuer Kabelbaum gebaut werden. Er hat mir wieder geholfen. Ich kann so eine ganze Sache mal gar nicht wieder gut machen, weil die echt viel Zeit für mich investiert haben. Genauso wie Daniel, der meinen Krümmer und meine Ladeluftrohre alle gebaut hat. Der hat sich da stundenlang hingesetzt und geschweißt und geschweißt und geschweißt für einen feuchten Händedruck. Aber so stelle ich mir das halt bei meinen besten Freunden auch vor. Dafür sind die da und ich würde die auch immer genauso machen. Ja, dann war das alles abgeschlossen. Dann war die Technik eingebaut. Dann ging es zu KKS auf dem Prüfstand, um zu gucken, ob der Motor überhaupt was kann. Da habe ich Chris kennengelernt von Snake Performance. Der hat sich der ganzen Sache angenommen, hat mir angeboten, das Auto abzustimmen, was er auch gemacht hat. Nach wie vor sind mal kleine Schritte wieder nach oben offen, weil wir einfach nicht wissen, wo Ende ist. Ja, dann kam es zum Thema Lack. Das ganze Auto also wieder auseinander. Ich wollte das Auto echt mal gelb haben. War dann Wochen später zu einem Freund und aus Zufall sagt er zu mir, hat er sich auch einen Golf 1 gebaut. Macht die Planung, guckt mir das Auto an, es ist gelb. War mein Traum geplatzt, schwarze Porsche-Felgen. Tja, neuer Plan musste her. Weil ich das nicht mag, wenn irgendwie so 2 Autos, die identisch sind, auch noch im gleichen Ort rumfahren, sage ich jetzt mal, ja. Dann war ich Wochen später einen roten Golf 1 GTI gesehen mit BBS-Felgen, also einfach nur so ein schönes Auto, was jetzt nicht schnell war, der war bildhübsch. Dann habe ich mir gesagt, okay, für mich kommt Rot auch gut in Frage. Zu meinem Lackiererfreund gefahren, habe gefragt, ob er es machen würde. Habe das Auto abgegeben, habe es wiederbekommen. Ja, was soll ich sagen, ist wunderschön geworden, ist genauso geworden, wie ich es im Kopf haben wollte. Rot mit ganz vielen schwarzen Anbauteilen, einfach nur schlicht und schön, so wie es früher halt auch war. Schwarze Felgen, schwarzer Käfig, schwarzes Dekor. Ja, und genauso ist es geworden. Und wenn man hier so reinguckt, denke ich, wird sich hier drin genauso widerspiegeln. Alles in schwarz-rot gehalten. So wie ich mir das immer vorgestellt habe. Zum Außenbereich, was soll ich sagen, außen schlicht GTI 79er Look, kleine Rückleuchten, den Umbau mussten wir unbedingt machen, weil mir das mit den großen Rückleuchten nicht gefallen hat und als ich die Karosse bekommen habe, war das Heckblech auch leider ein bisschen beschädigt, das musste dann halt getauscht werden. Ja, schwarze dünne Stoßstangen, die lange Lippe vom GTI, also äußerlich würde ich sagen, ist das Auto schon sehr schlicht gehalten, innen drinne, ja, die nackte Wahrheit. Ja, da sind wir beim Herzstück angekommen, bin ich mega stolz drauf. Ist wirklich optisch auch so, dass ich immer
früher Autos hatte, die sind einfach gefahren. Und jetzt wollte ich ein Auto, das einfach schön ist. Und ja, ist auch alles wirklich schön geworden. Ich wollte es auch im Motorraum genauso haben wie außen. Schwarz-rot, schlicht. Aber im Gegensatz zum Außenbereich wollte ich es hier schwarz glänzend haben, dass auch ein kleiner Kontrast gesetzt wird. Motor, wie gesagt, 1.8T mit leichten Optimierungen. Garrett Turbolader, Eigenbau Krümmer, Eigenbau Ansaugung und Eigenbau Ladeluftverrohrung. Also eigentlich ist an dem Auto nichts, was man irgendwo großartig kaufen kann. Ja, leistungstechnisch sind wir dick im dreistelligen Bereich, bin ich auch ganz zufrieden damit. Und ja, so sieht es hier vorne drin aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und mein Auto auch. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder vielleicht sogar einen Kommentar. Und anlässlich der 20.000 Follower, die wir mittlerweile auf dem YouTube-Channel haben, wollen wir uns erstmal recht herzlich bedanken und veranstalten ein kleines Gewinnspiel. Jeder, der der Meinung ist, zu wissen, wie viel Leistung dieses Auto hat, darf es gerne in den Kommentaren schreiben. Der Gewinner bekommt einen 50-Euro-Gutschein für den Online-Shop auf www.sauerkrauts.de.